Es ist Tag 80 des Krieges und die ukrainischen Streitkräfte haben sich unter anderem in den Regionen Luhansk und Donetsk weiter heftige Kämpfe mit der russischen Armee geliefert. Wie Kiew mitteilt, hätten Soldatinnen und Soldaten in der Donbass-Region 12 Angriffe zurückgeschlagen und dabei 8 Panzer, 5 Artilleriesysteme, 9 gepanzerte Kampffahrzeuge sowie 6 Drohnen zerstört. Unterdessen ist ein großer Konvoi mit Flüchtlingen aus Mariupol im ukrainisch kontrollierten Saporischschja angekommen. Die Menschen hatten die belagerte Stadt auf eigene Faust in hunderten Privatautos verlassen. Es sei die größte Evakuierungsaktion aus Mariupol seit dem Einmarsch der Russen am 24. Februar. Über die aktuelle Lage möchte ich sprechen, sowohl mit meinem Kollegen Paul Sonntag für uns in der Ukraine als auch Achim Unser hier beim NATO-Treffen in Berlin. Als allererstes der Blick natürlich in die Ukraine. Paul, wie sieht da die aktuelle Lage an diesem Morgen aus? Vielleicht die positiven Nachrichten ausnahmsweise mal zuerst. Was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist, dass es sich vor allem an den Grenzen des besetzten Gebietes von Russland dort eben etwas beruhigt hat. Man muss da immer sehr vorsichtig sein, aber das ist zumindest das, was wir mitbekommen, nördlich von Charkiw beispielsweise, aber eben auch weiter im Süden rund um Odessa gibt es weniger Berichte von Bombardements. Dagegen spricht allerdings die Tatsache, dass beziehungsweise man sieht, dass sich das Ganze eher eben im Donbass jetzt abspielt. Es gibt immer mehr Berichte aktuell, dass dort auch immer wieder versucht wird, möglicherweise ukrainische Truppen einzukesseln. Das war der Versuch auch schon in den letzten Wochen, aber man konnte das bisher zumindest verhindern. Schwere Gefechte auch in der Nähe von Kramatorsk beispielsweise. Also man scheint sich jetzt auf diesen Bereich zu konzentrieren. Das hat Präsident Zelensky auch in seiner täglichen Ansprache nochmal gesagt. Es sei eine sehr schwierige Situation aktuell, aber man halte da dagegen. Und man hoffe natürlich auch, dass das in der Zukunft so bleiben wird. Aber man merkt schon, dass Russland hier versucht, einen gewissen Sieg, so hat er es formuliert, zumindest zu erringen. Aber es sind nur kleine, marginale Bewegungen. Und dann gibt es noch seit langem mal wieder die Meldung, dass es offenbar auch ein Bombardement in der Nähe von Lviv, also doch eher weiter auch wieder im Westen, gegeben haben soll. Also man merkt schon daran, an diesen kleinen Versatzstücken, dass es nach wie vor eine unübersichtliche Lage immer wieder ist und auch immer wieder eine gewisse Zeit dauert, bis diese Berichte dann auch von unabhängiger Seite verifiziert werden können. Paul, danke für diese Einblicke aus der Ukraine.